شاهن شاه در چنین روز مبارکی خدای بزرگ فرزندی برومند. Eure Majestät, wir preisen diesen Tag, an dem Gott der Allmächtige dem persischen Volk euer Gnaden geschenkt hat, damit sie es in diesem schwierigen Augenblick seiner Geschichte lenken, dank eurem Genie und einer Intelligenz sondergleichen, aus einer Epoche der Unwissenheit und des Unglücks heraus in eine Ära voller Licht und Glanz. Mohammed Reza Pahlavi feiert seinen 58. Geburtstag. An der Macht ist er bereits seit mehr als 36 Jahren. Die traditionelle Geburtstagszeremonie findet im kaiserlichen Golestan-Palast in Teheran statt. Die Mitglieder des kaiserlichen Hofes, der Regierung und die Würdenträger des Landes entbieten dem Schah in demütiger Ehrerbietung ihre guten Wünsche. Für einen Großteil des 37 Millionen Volkes ist der Schah die Verkörperung einer fast überirdischen Macht, der König der Könige, der Schatten Gottes. Der kaiserliche Palast Niavaran, 9 Uhr morgens. Ein normaler Arbeitstag beginnt gewöhnlich mit Lektüre, noch bevor ich ins Büro komme. Innen- und außenpolitische Berichte, Auszüge aus der internationalen Presse. Im Büro empfange ich dann Würdenträger des Landes, gelegentlich auch Persönlichkeiten aus dem Ausland. Das Mittagessen nehme ich stets zusammen mit der Kaiserin ein. Am Nachmittag habe ich manchmal verschiedene Besuche zu machen oder dann wiederholt sich das Programm vom Vormittag. Der Arbeitstag endet im Büro, aber auch zu Hause gilt es erneut, Berichte durchzulesen. Wie lange dauert im Allgemeinen ein gewöhnlicher Arbeitstag? Im Durchschnitt etwa 10 Stunden pro Tag, manchmal etwas mehr, manchmal etwas weniger. Sie sind sehr anspruchsvoll, was die Arbeitsmethoden anbelangt. Die Methoden, nein, aber in Bezug auf die Resultate. Wir haben nicht viel Zeit zu verlieren. Es bleibt uns nur noch eine bestimmte Anzahl Jahre, um die nationalen Ziele zu erreichen, die wir uns gesetzt haben. Neun Uhr morgens. Im kaiserlichen Flugzeug begibt sich Shabanu Faradiba auf einen Besuch in die Provinz. Mit ihr fliegen zwei persönliche Gäste. Der frühere amerikanische Vizepräsident und Milliardär Nelson Rockefeller mit seiner Gattin. Die Kaiserin, eine ehemalige Architekturstudentin, spielt im öffentlichen Leben des Landes eine immer wichtigere Rolle. Neun Uhr morgens. Unweit des Niavaran-Palastes beginnt für den Kronprinzen mit dem traditionellen Gebet der Schultag. Seine Studien absolviert Reza Ciroz Ali im kaiserlichen Lyzeum, das der Schah selbst vor einiger Zeit gründete. Gemeinsam mit dem Kronprinzen beten auch sein Bruder, seine Schwestern und einige Kinder aus der engeren Familie des Kaisers. Man sagt, sie besäßen in ihrem Lande mehr Macht als zum Beispiel Präsident Carter in den Vereinigten Staaten oder Herr Brezhnev in der Sowjetunion. Würden sie sich als absoluten Monarchen bezeichnen? In der Tat kann man alle Superlative anwenden. Ich glaube, ich kann sagen, dass ich aufgrund der Kontakte zu meinem Volk in der Lage bin, das umzusetzen und zu verwirklichen, was im Interesse meines Volkes liegt. Ich weiß, was dieses Land braucht und ich weiß ein wenig, was in der Welt passiert. Kurz, ich habe vielleicht den Vorteil, etwas besser als die anderen, die wirklichen Bedürfnisse des Landes zu kennen. Je connais un peu ce qui se passe au monde, donc l'ensemble me donne peut-être l'avantage.
de connaître davantage que les autres les vraies nécessités du pays. Audienz beim Schah für den iranischen Premierminister Jamshid Amusega. Der Premierminister spielt im Iran, genauso wie das Parlament, eine eher untergeordnete Rolle. Der Schah allein bestimmt die Politik des Landes. Dem Premierminister fällt es zu, die kaiserlichen Beschlüsse in die Tat umzusetzen. Dem Schah gelang es, den Iran von einem Entwicklungsland zu einem entscheidenden Machtfaktor im Mittleren Osten zu machen. Die Erdöleinnahmen ermöglichten es ihm, eine Armee aufzubauen, die heute über die teuersten und modernsten Waffensysteme verfügt. Militärischen Fragen gilt die ganz besondere Aufmerksamkeit des Schahs. 2 bis 3 Mal in der Woche empfängt er den Generalstabschef, um mit ihm selbst Detailfragen der Armee zu besprechen. Die Armee ist und bleibt die Hauptstütze des Regimes. Trotz der enormen Aufrüstung ist der Schah um den Abbau von Spannungen in der Nachbarschaft bemüht. Eine besondere Bedeutung kommt dabei dem Normalisierungsabkommen mit dem Irak 1975 zu, sowie der Aufgabe iranischer Ansprüche auf Bahrain. Eine Frage, welcher der Schah großes Gewicht beimisst, ist die Regelung seiner Nachfolge. Während er selbst vorwiegend im Ausland, darunter auch in der Schweiz, ausgebildet wurde, erhält der Kronprinz seine Grundschulung ausschließlich im Lande selbst. Die Geburt von Reza Cyrus Ali im Oktober 1960 war für den Schah ein lang erwartetes Ereignis, nachdem aus seiner ersten Ehe mit einer Schwester des ägyptischen Königs Farouk nur eine Tochter entsprungen war. Und seine zweite, mit der mittlerweile legendären Soraya Esfandiari, gar ohne Kinder geblieben war. Am 30. Oktober letzten Jahres, Feier zum 17. Geburtstag des Kronprinzen. Zum Empfang erscheint neben den Angehörigen der kaiserlichen Familie alles, was im heutigen Iran Rang und Namen hat. Die herrschende Klasse weiß um die Bedeutung des Anlasses. So wie sie heute den Schah bei der Erreichung seiner politischen Ziele unterstützt, so wird sie dereinst dem Kronprinzen ihre Gefolgschaft leihen. Denn sie weiß, ihre eigene Stellung, ihre eigenen Privilegien sind nur so lange von Bestand, wie die kaiserliche Familie die Macht in der Hand behält. Ein besonderes Ereignis. Heute ist auch die Mutter des Schahs anwesend. Sie, die sich sonst nie in der Öffentlichkeit zu zeigen pflegt. Die Rolle der Frau des Schahs hat vor allem in jüngster Zeit eine große Wandlung erfahren. Noch nie besaß eine Schahbanu solche Macht und solchen Einfluss wie Farah Diba. Seit ihrer Heirat mit dem Schah vor 19 Jahren gewann ihre Funktion mehr und mehr an Bedeutung. Die Reisen, die ich ins Innere des Landes unternehme, geben mir die Möglichkeit, mir Kontakt mit unserem Volk in seiner eigenen geografischen, sozialen und traditionellen Umgebung zu haben. Ich selbst lerne dadurch mein Land besser kennen, die Probleme und auch die Möglichkeiten, die überall im Land wieder anders aussehen. Dazu kommt, dass die Leute, wenn ich auf Reisen bin, glücklich sind, mich zu sehen. Und wenn man ihnen damit eine Freude machen kann, ist das schon viel. Außerdem höre ich von den Problemen der regionalen Behörden.
Die Leute berichten mir darüber und ich versuche, eine Lösung zu finden. Ich sehe, was schon erreicht wurde und wo es noch Probleme gibt. Gleichzeitig ermutige ich jene, die auf den verschiedenen Gebieten tätig sind. Der Glanz, der für weite Teile der Bevölkerung das gekrönte Haupt des Herrschers noch immer umgibt, verfehlt seine Wirkung nicht. Für viele dieser Menschen bedeutet es das höchste Glück, einmal in ihrem Leben die Kaiserin mit den eigenen Händen zu berühren. Ein solcher Augenblick lässt Leid und Elend vergessen. Die tiefe Kluft zwischen einer reichen Elite und einem Heer von Armen und Ärmsten in den Dörfern und städtischen Slums. Für manche allerdings haben kaiserlicher Glanz und Pomp längst jede Bedeutung verloren. Für sie bedeuten Staat und Fortschritt nichts anderes als eine schier unüberwindliche Bürokratie, die das Leben noch schwerer macht, als es für sie ohnehin schon ist. Der Schah ist sich der misslichen Situation wohl bewusst, die in weiten Gebieten seines Landes herrscht. Er hat deshalb die Kaiserin beauftragt, dort Abhilfe zu schaffen, wo Abhilfe möglich ist. Ein Ergebnis solcher Bemühungen ist dieses Spezialbüro, das Farah Diba ins Leben gerufen hat. Hunderte von Menschen kommen monatlich hierher, um mit Beratern und Soziologen ihre Probleme zu diskutieren. Es geht um finanzielle Hilfsgesuche, um Klagen über Verwaltungswillkür, um Entschädigungsansprüche. Man beschuldigt sie gelegentlich, dem Iran eine allzu schnelle Entwicklung aufzuzwingen. Scheinen die Engpässe, die man da und dort feststellt, dieser Kritik nicht recht zu geben? Das ist möglich, sehr wohl möglich. Ich glaube aber, es ist besser, gelegentlich Engpässe und Überraschungen solcher Art zu haben, als das Gegenteil, als einfach nichts zu tun und den Dingen ihren Lauf zu lassen. Que d'être paresseux, d'avoir une carence dans les choses. Mais c'est certain. Es ist merkwürdig, aber in den meisten Fällen hatten wir tatsächlich die Entschuldigung, dass uns unsere westlichen Freunde mit ihrer westlichen Technik im Stich gelassen hatten. Der politische und militärische Einfluss des Iran reicht heute weit über den persischen Golf hinaus. Über den gesamten Mittleren Osten ebenso wie auf den indischen Subkontinent. Ein besonderes Verhältnis verbindet den Schah mit dem ägyptischen Präsidenten Sadat. Nicht nur, dass mit iranischen Ölgeldern ägyptische Wirtschaftsprojekte und ägyptische Waffen finanziert werden. Angesichts der gemeinsamen Feinde verbinden den Schah und Sadat neben persönlichen auch politische Freundschaftsbande. Es regnet schon wieder. Wir mussten die sportlichen Festlichkeiten an meinem Geburtstag absagen. Wir wollten sie auf den Geburtstag des Prinzen verschieben, aber da mussten wir sie wieder wegen Regen absagen. Wichtigster Bündnispartner für den Iran sind aber nach wie vor die Vereinigten Staaten von Amerika. Die USA zählen zu den größten Bezügern von persischem Erdöl. Auf der anderen Seite liefern sie dem Schah modernste Waffen und Flugzeuge in Milliarden-Dollar-Wert. Bei diesem Besuch in Teheran versucht der amerikanische Finanzminister Blumenthal, Schah Pahlavi zu bewegen, den Rohölpreis einzufrieren. Ein schwieriges Unterfangen, gilt doch der Schah seit langem als Advokat einer Preiserhöhung. Nicht zuletzt aus Sorge um die unvermeidliche Energieverknappung in absehbarer Zukunft. Wenn es kein Erdöl mehr gibt, sind Sie im Westen erledigt. Und wie kann man Sie dazu bringen, andere Energiequellen zu erhalten und zu suchen, indem Ihr Preis demjenigen des Erdöls entspricht?
Diese Politik wollen Sie also weiterführen. Das ist die Politik, die Sie hoffentlich verstehen werden. Wenn nicht, verlieren Sie dabei. Wir sind nicht in der Lage, neue Energiequellen zu erforschen. Wir haben dazu weder die Laboratorien noch die Technologie. Aber Sie im Westen haben die entsprechenden Möglichkeiten. Wenn Sie es nicht tun, sind wir alle zusammen verloren. Für Sie würde jede Schwächung des Westens das gefährden, was Sie hier aufbauen. Leider ist das so. Außerdem hat jede Schwächung meines Landes ihre Rückwirkung auf diese ganze Gegend hier, die Sie im Westen mit Erdöl beliefert. Ihre Zukunft hängt also auch von uns ab. Diese Zielsetzung, ein nach außen starker und im Inneren stabiler Staat, hat dem Schah seit jeher die Begründung für seine harte Haltung gegenüber jeglicher Opposition im Lande geliefert. Immer wieder erscheinen in den Schlagzeilen der Weltpresse Meldungen über Hinrichtungen, Folterungen und Einkerkerung politisch missliebiger Personen im Iran. In jüngster Zeit hat der Schah die eiserne Kontrolle zumindest auf dem Gebiet der Meinungsäußerung etwas gelockert. Und seit einem Jahr gestattet er dem Internationalen Komitee vom Roten Kreuz, die Gefängnisse frei zu besuchen. Das IKRK und andere internationale Organisationen verweisen auf eine tatsächliche Verbesserung der Situation im Iran. Auch scheint die Polizei, abgesehen von den jüngsten Unruhen, nicht mehr mit der gleichen Härte durchzugreifen wie früher. Das hängt davon ab, was man unter hart durchgreifen versteht. Sicher, gelegentlich war es vielleicht Übereifer, das kommt überall vor. Ich sollte vielleicht zugeben, dass man hart durchgegriffen hat. Selbstverständlich wäre es wünschenswert, dass es auch nicht ein einziges Mal so weit gekommen wäre. Aber wenn es um die Interessen des Staates geht, was soll man tun? Diejenigen gewähren lassen, die den Fortschritt des Landes stoppen möchten? Ich glaube, wenn man nur einen Funken von Verantwortung spürt, kann man sich so etwas einfach nicht leisten. Das Hauptinstrument in der Hand des Schahs zur Kontrolle des Landes ist die allgegenwärtige, berühmt-berüchtigte Geheimpolizei SABAK. Eine Organisation mit etwa 200.000 Mitarbeitern, deren Fäden weit über die persischen Grenzen hinausreichen. Was die öffentliche Ordnung anbelangt, was geschieht denn heute in Europa? Es bleibt Ihnen nichts anderes übrig, als genau das zu tun, was wir auch getan und was Sie uns vorgeworfen haben. Härte und Aufrechterhaltung der Ordnung. Verzichten Sie darauf, bricht Ihre Gesellschaftsordnung zusammen. Wir wissen, was das heißt. Politischer Terrorismus. Das heißt nichts anderes, als politische Ziele mit den Waffen des Terrors zu erreichen. Bis in jüngster Zeit konnte sich die Opposition zum Schah-Regime fast nur im Ausland formieren. Anlässlich der letzten Reise des iranischen Herrscherpaares in die USA kam es in Washington zu den gewalttätigsten Protestdemonstrationen, die man dort seit dem Vietnamkrieg gesehen hatte. Die Tränengasbomben brachten nicht nur die Damen zum Weinen. Für die iranische Opposition waren die Ereignisse in Washington das Startsignal zur Entfachung von Unruhen und Protestdemonstrationen im eigenen Land. Nach offiziellen Angaben handelt es sich bei den Unruhestiftern um islamische Marxisten. Vieles deutet aber darauf hin, dass hinter der Protestwelle Vertreter der liberalen und nationalistischen Opposition sowie schiitische Geistliche stehen. Der Schah verkörpert heute die stärkste Macht am Persischen Golf. Er fühlt sich verantwortlich für die Sicherheit der für den Westen lebenswichtigen Seewege im Indischen Ozean. Regelmäßig empfängt er die Herrscher der Nachbarstaaten. Hier bei einem offiziellen Besuch des Scheichs von Abu Dhabi, dem Präsidenten der Vereinigten Arabischen Emirate. Nicht zuletzt dieser Prunk der kaiserlichen Hofhaltung ist es, der den Unmut immer weiterer Kreise im Iran heraufbeschwört. Der Schah in einer goldenen Kutsche, während Hunderttausende in Elend und Armut leben.
Es war der Vater des jetzigen Schahs, Reza Khan, ein Oberst, der 1925 die Dynastie der Pahlavi gründete. Schon als Sechsjähriger wurde Mohammad Reza zum Kronprinzen und Thronfolger ernannt. Bereits damals war er von einem tiefen mystischen Glauben geprägt und von der Überzeugung an eine ihm von Gott gegebene Mission, die er im Dienste seines Landes zu erfüllen hätte. Anfangs der 50er Jahre kam es unter Premierminister Mossadegh zu immer heftigeren Demonstrationen gegen den Schah, hauptsächlich als Folge seiner Entscheidung, die Erdölindustrie zu verstaatlichen. Mossadegh versuchte, die Machtbefugnisse des Schahs durch Sondergesetze mehr und mehr zu beschneiden. Schließlich im Februar 1953 verließ Reza Pahlavi seine Heimat und ging nach Europa ins Exil. Doch schon wenige Monate später wurde Mossadegh durch kaisertreue Truppen gestürzt. Der Schah erfuhr die Nachricht vom Sturz Mossadeghs in Rom. Er bestieg das nächste Flugzeug und kehrte nach Teheran zurück. August 1953. Dem Schah wurde ein triumphaler Empfang zuteil. Eine Legitimation durch das Volk sozusagen für seinen Führungsanspruch. Schon damals umgab den Schah für viele eine Aura des Unbesiegbaren. Bereits mehrere Anschläge auf sein Leben hatte er zu jenem Zeitpunkt mehr oder weniger unbeschadet überstanden. Wie weit beim Sturz von Premierminister Mossadegh auch außeriranische Kräfte, unter anderem der amerikanische Geheimdienst CIA, mit im Spiel waren, wurde bis heute nie ganz geklärt. Mossadegh wurde der Prozess gemacht, bei dem er auf Fürsprache des Schahs mit 3 Jahren Gefängnis davonkam. Er starb hochbetagt 1967. Zu Beginn der 60er Jahre, nachdem die Dynastie durch die Geburt des Kronprinzen konsolidiert war, startete der Schah ein ehrgeiziges Reformprogramm. Sein Kernstück war eine umfassende Bodenreform. Der Schah begann zunächst, Land aus dem Besitz des Hofes an die Bauern zu verteilen. Gegen den erbitterten Widerstand der Großgrundbesitzer befreite er die ländliche Bevölkerung mit seiner weitreichenden Agrarreform aus der Gewalt der Feudalherren. Nun, da sich das Land auf dem Wege zu der sogenannten großen Zivilisation befand, krönte sich der Schah im Oktober 1967 zum Kaiser. Da außer ihm keine höhere Gewalt existierte, setzte er sich selbst die Krone auf. Da ich das Volk bin, wir zitieren den Schah, kann man sagen, dass es das Volk ist, das mich durch meine Hände krönt. Anschließend krönte er seine Frau zur Kaiserin. Die ganze Hoffnung der kaiserlichen Dynastie ruht heute auf dem Kronprinzen. Als 17-Jähriger besitzt er bereits das Brevet eines Helikopter und dasjenige eines Kampfpiloten. An diesem Tag soll er seine erste eigene Landung an Bord dieses Kampfjets absolvieren. Er soll erstmal seine Mittelschule hinter sich bringen, bevor ich mit ihm ernsthaft zu reden beginne. Übrigens, mein Vater hielt es genauso. Als ich noch ein kleines Kind war, nahm er mich mit auf Reisen, um mir das Land zu zeigen. Aber ernsthafte Gespräche wurden dabei nicht geführt. Erst als ich die Mittelschule abgeschlossen hatte und aus der Schweiz zurückkam, begann ich ihn mehrere Stunden am Tag zu sehen. Und so lernte ich im Gespräch gewisse historische Hintergründe kennen. Ich werde es gleich halten. Zunächst soll er sich einmal formen, so normal wie möglich. Dann werde ich ihn allmählich in seine Aufgabe einzuführen versuchen. Man sagt, Sie wollten den Platz, wenn Sie den Ausdruck gestatten, etwa in 10 Jahren für ihn räumen. Trifft dies zu? Wie sehen Sie es? Ja, mein Vater wollte es auch so halten. Doch es kam nicht mehr so weit. Zuvor glaubte ich, es würde alles ganz einfach gehen, so wie man ein Glas Wasser austrinkt. C'était comme de boire un verre d'eau.
Dann plötzlich, mit einem Schlag auf mich allein angewiesen, mit dieser ganzen Bürde, fand ich mich vor einer eher schwierigen Aufgabe. Ja, ich habe daran gedacht. Vielleicht in 10, 12 Jahren, ich weiß nicht. Aber auf jeden Fall, solange ich noch lebe und irgendwo von Nutzen sein kann, als Berater. Wenn Sie Ihr Ziel erreicht haben und Ihr Sohn, der Kronprinz, den Thron besteigt, sehen Sie die Möglichkeit, dass die Monarchie im Iran dann zu einer parlamentarischen Monarchie nach englischem Muster wird? Ja, ich verstehe nur nicht, warum jedermann auf diesen Tag wartet. Welchen Vorteil bringt das meinem Land? Was ich mir wünsche, ist eine Situation, die den Interessen meines Volkes am besten dient. Kabul, 1. Mai 1978. Die Revolution ist 3 Tage alt. Scharen von Neugierigen drängen sich ungläubig um die verbogenen und ausgebrannten Reste der Panzer sowjetischer Herkunft, die man rings um den Palast des Königs vorfindet. Die T-62 sollten die Dynastie der Mohammed Sai schützen. In 36 Stunden harten Kampfes ist die absolute Herrschaft des Autokraten Mohammed Daoud, Prinz und Präsident zugleich, beseitigt worden. Die Menge ergießt sich in die Gärten und Höfe des Palastes. Auch die Afghanen entdecken ihre revolutionären Demagogen und Dichter. Dieser hier schreit den Passanten zu, dass Daoud und die Seinen sowie alle Feinde des Volkes getötet worden sind. Daoud war bei den Afghanen unbeliebt. Er war Vetter und Schwager des Königs Zahir Shah, den er im Juli 1973 gestürzt hatte. Er hatte sich mit einem Klüngel von Großgrundbesitzern umgeben. Er hatte an der jahrhundertealten Unterdrückung des Volkes nichts geändert. Nach außen steuerte Daoud einen blockfreien Kurs. Jetzt haben ihn die gleichen Soldaten, die mit ihm 1973 den König gestürzt hatten, an ihrer Spitze General Abdul Kader, von der Macht verdrängt. Der Botschafter Frankreichs in Kabul, Georges Perruche, schildert uns die ersten Kämpfe. Am 27. April hörte man gegen 14 Uhr immer stärkeren Schießlärm aus der Richtung des Königspalastes. Dieser ist von der Botschaft nur durch eine niedrige Mauer getrennt. Bald mischt sich auch Kanonendonner in den Schießlärm. Bis zu diesem Moment hatten wir von der Terrasse aus zugeschaut. Sicherheitshalber zogen wir uns dann ins Innere des Hauses zurück. Glücklicherweise, denn eine halbe Stunde später schlugen 2 Geschosse in unsere Kanzlei ein. Die Splitter schlugen Fensterscheiben ein und hätten uns getötet oder verletzt, wenn wir im Freien geblieben wären. Sie befanden sich an vorderster Front. Haben Sie die Abführung Daouds und seiner Familie durch Sicherheitskräfte beobachten können? Ja, wir haben mehrere Familien gesehen, die vom Chef der Sicherheitspolizei ins Präsidentenpalais geführt wurden. Und dort wurden die meisten unter ihnen niedergeschossen? Ja, im Inneren des Präsidentenpalais sind die meisten getötet worden. Dieser Staatsstreich soll Hunderten das Leben gekostet haben.
Das ist für uns schwierig zu beurteilen. Bei den Gängen durch die Stadt haben wir nur einige Toten in den Panzern gesehen. Im Inneren des Palastes hat es sicher etwa 100 Tote gegeben. Denn der Palast wurde sehr heftig bombardiert, während Truppen sich im Inneren befanden. Aber die Zahl von 1000 Todesopfern scheint mir weit übertrieben. Unglaubliche Gerüchte waren von gewissen Westmächten, die den gestürzten Daud unterstützt hatten, in Umlauf gebracht worden. Es war von einem riesigen Blutbad die Rede. Die neue Regierung spricht von 72 Toten. Wahrscheinlich hat es weniger als 500 Tote gegeben. Außerdem hat in der Armee eine Säuberung stattgefunden. Die Offiziere der verschiedenen Truppenkörper wurden ins Verteidigungsministerium beordert. Dort nahm ihnen General Kader, Urheber des Aufstandes, den Treueid ab. Abdul Kader, 38 Jahre alt, ist heute Verteidigungsminister. In der Sowjetunion war er zum Jagdkampfpiloten ausgebildet worden. In einem Exklusivinterview hat er den Ablauf des Staatsstreiches dargelegt und die Ziele der Revolution erklärt. Welches waren die entscheidenden Faktoren Ihres Staatsstreiches? Es handelte sich nicht einfach um einen Armeeputsch. Ein erster Staatsstreich im Jahre 1973 hatte viele Hoffnungen geweckt. Wir haben einen zweiten Staatsstreich durchführen müssen, um den Erwartungen des Volkes gerecht zu werden. Wir haben dem Feudalsystem ein Ende bereitet, um endlich die Demokratie etablieren zu können. Gibt es in der Provinz noch Widerstandsnester? Nein, es gibt keine. Wir kontrollieren das ganze Land, sowohl militärisch wie auch politisch. Unter welchen Umständen haben Sie Präsident Daud getötet? Er weigerte sich, sich zu ergeben. Da haben wir ihn töten müssen. Wie sehen Sie die Zukunft des Landes? In der Begründung einer wahren Afghanistan angepassten Demokratie, wie es das Programm der Partei vorsieht. Welches werden Ihre Beziehungen zu den Nachbarländern sein, zu Iran, Pakistan und ganz besonders zur Sowjetunion? Wir wünschen ausgezeichnete Beziehungen zu allen Nachbarn. Wir sind kein Satellitenstaat. Wir werden unsere Unabhängigkeit und territoriale Integrität verteidigen. Thank you very much. Thank you. Now I ask you about the Afghanistan zählt weniger als 22 Millionen Einwohner. Die Bevölkerung setzt sich aus einem Mosaik von Rassen zusammen. Nur der Islam verbindet diese Balutschis, Paschtunen, Tadschiken, Usbeken, Hazaras. Die großen Feudalherren hatten sich in diesem kargen Bergland die besten Felder gesichert. Man spricht von einer Landreform. Diese wird aber schwer durchzuführen sein, denn noch immer bilden winzige Familienäcker die allgemeine Regel. Die Aufsplitterung des Bodens und die mangelnde Bewässerung sind die Probleme, vor die sich die revolutionäre Regierung von Mohammed Taraki gestellt sieht. Die neue Regierung will Afghanistan aus dem Mittelalter ins 20. Jahrhundert führen, das Land von seinen Stammesstrukturen befreien, dieses Volk von Nomaden alphabetisieren, der Frau gleiche Rechte zu erkennen, gegen die Korruption kämpfen. Innerhalb von Stunden haben die Offiziere die Macht den Zivilisten überlassen. In Wirklichkeit führten die Offiziere nur einen Staatsstreich aus, der von langer Hand geplant worden war. Auslösendes Moment war die Ermordung eines kommunistischen Führers und am 26. April 1978 die Verhaftung von Mohammed Taraki, Chef der Kommunistischen Partei des Volkes, der KALK. Taraki ist heute 61 Jahre alt.
Als Autodidakt ist er Journalist und Schriftsteller geworden. Heute heißt er uns als Staatschef willkommen. Er legt uns die großen Züge seines Programmes vor. Herr Präsident, als was betrachten Sie sich? Als Kommunist, Sozialist oder als Reformpolitiker? I would like to explain to you that our party has already issued its program. Unsere Partei hat ihr Programm bereits veröffentlicht. Es ist ein progressistisches Programm, nicht nur einfach ein reformistisches. Denn unter diesen Begriff fällt alles Mögliche. Wir sind eine demokratische Regierung. Wir werden die Interessen des Volkes wahrnehmen, der Arbeiterklasse, der Bauern, des Mittelstandes und des Bürgertums. Wir sind hier im Interesse des Volkes. Werden Sie mit der Sowjetunion besondere Beziehungen unterhalten? Unsere Beziehungen zu allen Staaten, inklusive die Sowjetunion und alle unsere Nachbarn, hängen von der politischen und wirtschaftlichen Unterstützung ab, die diese unserer Revolutionsregierung zukommen lassen. Also eine Politik der Blockfreiheit. Ja, genau. Der afghanische Weg zum Sozialismus muss auf jeden Fall gewissen Bedingungen Rechnung tragen, die sich aus der strategischen Bedeutung von Afghanistan ergeben. Als Pufferstaat zwischen der Sowjetunion, Pakistan und Iran hat Afghanistan immer eine Politik der strikten Neutralität befolgt. Das revolutionäre Regime beunruhigt den Schah von Persien, aber auch die Militärregierung von Pakistan, deren Land nur durch den berühmten Khyber-Pass von Afghanistan getrennt ist. Auf diesem Weg kam Alexander der Große bis in das Indus-Tal. Es war eine der großen Straßen, die von den Mongolen benutzt wurden. Auf beiden Seiten des Khyber-Passes leben Paschtunen. Sie bilden in Afghanistan die herrschende Völkergruppe. Kabul hat sich immer sehr um das Los der in Pakistan lebenden Paschtunen gekümmert. Ohne gerade territoriale Ansprüche zu stellen, hatte sich der frühere afghanische Präsident Daoud doch für die Idee der Schaffung einer Provinz eingesetzt, die alle Paschtunen umfassen sollte. Diese Frage ist zu einem ständigen Zankapfel geworden, der die Beziehungen zwischen Pakistan und Afghanistan belastet. Wird diese Idee vom neuen Regime in Kabul wieder aufgegriffen werden? Man kann sich die Frage stellen. Aber ob sie im Westen oder im Osten des Khyber-Passes wohnen, die Paschtunen sind praktisch autonom. Als Nomaden, als Krieger, als Schmuggler, als Waffenhersteller oder als Waffenhändler gehorchen die Paschtunen vor allem ihren eigenen Gesetzen. Das neue Regime wird sich das Wohlwollen dieses Volkes sichern müssen. Übrigens ist der neue Präsident Taraki ein Paschtune, so wie der gestürzte Daoud einer war. Für das Fest der Arbeit am 1. Mai hatten die neuen Herrscher die Tore des Palastes geöffnet. Zum ersten Mal seit 50 Jahren konnten so Hunderttausende von Afghanen in den weitläufigen Gärten des Palastes spazieren gehen. Aber heute sind die Freudenfeste vorbei. Verteidigungsminister General Kader meinte, in einigen Tagen ist Afghanistan vom Mittelalter ins Herz des 20. Jahrhunderts vorgestoßen. Vielleicht noch nicht in Wirklichkeit, aber zumindest im Geist.